Wow, Gott, Alter. Hallo Leute, ich habe ein paar neue Freunde gefunden hier. Und ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, worum es geht, ne? Es geht um alle Lebewesen auf der Welt. Ich will nämlich heute herausfinden, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Forscher nennen sowas die Entwicklung von allem Lebendigen die Evolution. Und genau darum geht es auch heute in der Sendung, um Evolution. Und Malte, du hast da einen Affen auf dem Kopf. Die ersten Lebewesen auf der Erde gab es vor ungefähr 3,6 Milliarden Jahren. Damals war unser Planet noch ein ziemlich lebensfeindlicher Ort. Es gab noch keinen Sauerstoff in der Luft. Und wir Menschen hätten damals gar nicht leben können. Aber tief unten im Urmeer hat sich an einigen Orten trotzdem Leben entwickelt. Zuerst nur ganz einfache Lebensformen, sogenannte Einzeller, die mit bloßem Auge gar nicht zu sehen sind. Aber wie wurden daraus riesige Dinosaurier? Und wie Millionen unterschiedliche Pflanzen und Tierarten? Und irgendwann ja auch wir Menschen? Das hat mit der sogenannten Evolution zu tun. Und wie die funktioniert, das finde ich heute raus. Ich checke, wie und warum sich Lebewesen überhaupt weiterentwickeln. Und wie lange es uns Menschen eigentlich schon gibt. Dazu besuche ich unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Außerdem möchte ich wissen, welchen Einfluss wir Menschen auf unsere Mitlebewesen auf der Erde haben. Also, alle bereit für eine spannende Reise durch die Erdgeschichte? Dann kommt hier der Evolutionscheck. Und jetzt die Checkerfragen. Was ist die Evolution? Wie ist der Mensch entstanden? Und wie beeinflusst der Mensch die Evolution? Das check ich für euch! Meine Reise durch die Erdgeschichte beginnt in einem Steinbruch im Altmühltal. Hier finden Forscher heute noch Millionen Jahre alte Überreste von längst ausgestorbenen Tieren. Und einer dieser Forscher ist Biologe Joachim. Da ist er. Joachim! Hallo! Hallo! Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und ich freue mich, dass wir uns in einem Steinbruch getroffen haben. Und ich weiß zumindest, dass hier Forscher wie du nach Spuren aus der Vergangenheit suchen, richtig? Wir suchen nach Fossilien. Fossilien sind Überreste von Tieren, die vor vielen, vielen Millionen Jahren gelebt haben. Wenn wir verstehen wollen, wie die Tiere, die es heute gibt, zu dem geworden sind, was sie heute sind, ist eine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, wie haben die Lebewesen denn damals ausgesehen. Und daran kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie es dazu gekommen ist. Verstehe. Ich glaube, wir müssen mal eine Frage vorher klären. Und das ist auch eine Checkerfrage. Was ist die Evolution? Bei Evolution geht es vor allen Dingen darum, dass Organismen, Lebewesen, sich verändern. Was nicht heißen soll, dass ein Lebewesen sich verändert, sondern wir haben das Lebewesen hat Nachkommen und dieser Nachwuchs ist aber nicht genauso wie das Elterntier, sondern es ist ein bisschen anders. Und warum passiert das? Warum verändern sich Lebewesen über lange Zeiträume? Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es in Anpassung an die Umwelt passiert. Das heißt, wenn die Umwelt sich verändert, dann sind andere Merkmale von Vorteil und die werden häufiger weitervererbt. Dank ihres langen Halses kann die Giraffe Blätter von ganz oben fressen, an die andere Tiere gar nicht rankommen. Eisbären haben so ein dickes Fell, dass sie auch bei arktischen Temperaturen nicht frieren. Aber auch Pflanzen passen sich an. Kakteen zum Beispiel schützen sich mit pieksenden Stacheln davor, gefressen zu werden. So, und jetzt wollen wir ja heute auch so ein bisschen Evolutionsforschung betreiben. Was ist denn der Plan? Na, zuerst mal brauchen wir ein Fossil, das wir angucken können und vergleichen können. Okay, das heißt, wir buddeln. Die Fossilien befinden sich immer zwischen zwei Schichten. Deshalb spalten wir die Steinplatten. Aha! Ich habe was gefunden. Guck mal, guck mal. Ich glaube, jetzt habe ich nämlich wirklich was. Das ist ein Ammonit. Habe ich wirklich gerade da rausgeschlagen? Ja, das ist ein echtes Fossil. Das ist ein Verwandter der Tintenfische und der Oktopusse. Und Joachim hat auch was richtig Cooles gefunden. Einen kleinen Krebs. Seinen Fund schauen wir uns im mobilen Labor genauer an. Da hat er eine Kamera mit einem Spezialvergrößerungsobjektiv. Jetzt da ist er. Da ist er. Ja,
Und das ist der Kopfbereich. Da haben wir hier zum Beispiel auch den Kopfsporn. Mhm. Vorne hat er so einen langen Sporn. Und wenn wir uns dann hier hinten den Schwanz angucken, diesen langen Stachel, sehen wir auch direkt, das ist die Larve von einem Hummer. Aber wie alt ist das jetzt? Da sind wir bei 150 Millionen Jahren. Wir können aber auch noch weiter zurückgehen in der Zeit. Wir haben Fossilien von Krebsen, also von frühen Verwandten vom Hummer, bis runter bis zu einer halben Milliarde Jahre. Okay, das heißt, du hast drei Tiere, die miteinander verwandt sind, die man vergleichen kann. Einmal eine halbe Milliarde Jahre, 150 Millionen Jahre und heutige Tiere. Zum Beispiel, ja. Und was kannst du jetzt daran erkennen, wenn du die vergleichst? Wenn wir die Mundwerkzeuge zum Beispiel angucken, bei einem heutigen Hummer haben wir riesige Mundwerkzeuge, die Nahrung zerkleinern können. Ja. Vor einer halben Milliarde Jahre waren an den Strukturen, mit denen das Tier gekaut hat, auch noch andere Funktionen dran, so ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser. Aha. Das heißt, der ist mit seinen Mundwerkzeugen auch noch geschwommen. Ach krass. Das heißt aber, dass es nicht so ein gutes Mundwerkzeug war, aber dafür auch noch ein bisschen was anderes konnte. Mhm. Und im Laufe der Zeit haben sich diese Allzweckwerkzeuge immer weiter zu einem perfekten Fresswerkzeug spezialisiert. Für den Hummer ist das natürlich super. Mit besseren Fresswerkzeugen hat er es leichter im Leben. Eine Veränderung kann immer dann passieren, wenn die Tiere sich fortpflanzen. Denn jedes Lebewesen auf der Erde, egal ob Pflanze oder Tier, hat sozusagen einen Bauplan. Die DNS. Auf der befinden sich die sogenannten Gene. Und die unterscheiden sich bei allen Lebewesen. Bei Tieren der gleichen Art sind die Unterschiede nur gering. Bei unterschiedlichen Arten aber ziemlich groß. Die Gene werden immer von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Und manchmal kommt es dabei zu zufälligen Veränderungen. Also zu einer Änderung des Bauplans. Das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass ein Hummerjunges bessere Fresswerkzeuge bekommt als seine Eltern. Oder eben dazu, dass eine Giraffe einen besonders langen Hals hat. Biologen nennen das eine Mutation. Und wenn so eine Mutation für ein Lebewesen nützlich ist, dann kann es passieren, dass sie bleibt. Wie zum Beispiel bei den Hummern mit den verbesserten Mundwerkzeugen. Weil die jetzt besser an Essen kommen, kriegen sie viele Nachkommen, an die sie den praktischen Mund weitergeben. Die Evolution hängt also von nützlichen Zufällen ab. Die Tiere, die am besten angepasst sind, haben die größten Überlebenschancen. Durch zufällige Mutationen können sich Tiere und Pflanzen über sehr lange Zeiträume verändern. Ist die Veränderung nützlich, kann es passieren, dass sie bleibt. Gecheckt. Nicht verstanden. Auch Sprache hat sich entwickelt. Das hieß, und jetzt eine Frage an euch. Wer sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich? A. Schimpansen, B. Giraffen oder C. Katas? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Joachim zeigt mir jetzt die wichtigsten Etappen der Evolution. Los geht's bei 3,6 Milliarden Jahren. Was war damals auf der Erde los? Zu der Zeit haben wir die ältesten Spuren von echten Lebewesen. Und ich habe hier den Zettel dazu. Jawohl. Das ist ein Einzeller, richtig? Das ist ein stark vergrößerter Einzeller, ganz genau. Legst du hin? Einzeller waren die allerersten Lebewesen auf der Erde. Und es gab sie nur im Wasser. Es hat über eine Milliarde Jahre gedauert, bis die Evolution weiteres Leben hervorgebracht hat. Sogenannte Cyanobakterien. Da entstehen die ersten Cyanobakterien. Das heißt, das sind Lebewesen, die können Sauerstoff produzieren. Und ohne den könnte fast kein Lebewesen heute existieren. Vor 550 Millionen Jahren nimmt die Evolution Fahrt auf. Quallen und Schwämme bevölkern die Meere. Wir haben zum ersten Mal Tiere, richtige Tiere. 70 Millionen Jahre später wachsen auch an Land die ersten Pflanzen. Und vor 350 Millionen Jahren gab es endlich auch die ersten Tiere an Land. Das waren im Grunde Fische, denen Beine statt Flossen gewachsen waren. So, 243 Millionen Jahre und die hier kenne ich natürlich. Jetzt kommen die Dinosaurier. Jetzt kommen die Dinosaurier. Allerdings natürlich noch kein Tyrannosaurus, wie hier auf dem Bild. Der kommt erst ein bisschen später. Mhm. Aber seine frühen, etwas kleineren Verwandten sind schon da. So, jetzt sind wir schon bei 300.000 Jahren. Und da kommen diese Tierchen hier. Ah, das kenne ich, Mammut. Mammut, Säbelzahnkatze. Ja. Und das kannst du auch gleich dazulegen. Frühe Menschen haben wir ab der Zeit. Ja. Wow. So, jetzt gibt es Menschen auf der Erde. Es gibt Tiere, die wir heute noch so erkennen können fast. Ja.
Wo sind denn jetzt wir? Wie weit müssen wir laufen, bis wir im Jetzt sind? So weit. Wie jetzt? 4 Millimeter. Nicht dein Ernst? Doch. Im Vergleich zur Geschichte des Lebens auf der Erde gibt es den Menschen einfach erst seit extrem kurzer Zeit. Und in der Zeit wurde alles erfunden, was wir heute kennen. Da wurden Autos erfunden und Häuser gebaut und Flugzeuge und alles das. Ja, ganz genau. Joachim, das war echt sehr, sehr beeindruckend, was du mir heute gezeigt hast. Vielen Dank dafür. Freut mich, dass dir gefallen hat. Einer der ersten und gleichzeitig berühmtesten Evolutionsforscher war er hier. Der Engländer Charles Darwin. Der hat vor ungefähr 180 Jahren Entdeckungsreisen gemacht und hat dabei die halbe Welt umsegelt. Und er hat die Natur beobachtet. Und hier, auf den Galapagos-Inseln, hat er eine ganz, ganz wichtige Entdeckung gemacht. Also nochmal, das hier ist sein Schiff, das ist die Beagle. Hier liegt Deutschland, hier sind wir. Und da ist Großbritannien, da ist er losgesegelt. Und dann ist er. Und irgendwann war er dann hier auf den Galapagos-Inseln. Und dann hat Darwin festgestellt, dass es auf allen Inseln, die zu der Inselgruppe gehören, Vögel gibt, die sich eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Außer, dass sie sich in einem Merkmal unterscheiden. Nämlich der Form ihrer Schnäbel. Darwin hat beobachtet, dass die Vögel auf der einen Insel mit ihren langen und spitzen Schnäbeln Insekten aus dem Boden gepickt haben. Auf einer anderen Insel haben die Vögel sich von Pflanzensamen ernährt und hatten kurze, kräftige Schnäbel, perfekt zum Knacken ihrer Nahrung. Die Schnäbel der Vögel waren also an ihr Futter angepasst. Für Darwin war damit klar, dass sich Tiere und Pflanzen ständig verändern und immer weiterentwickeln. Und dass sich am Ende die Tiere durchsetzen, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind. Darwin nennt das die natürliche Auslese. Und weil Darwin der Erste war, der die Vögel auf den Galapagos-Inseln untersucht hat, heißen die auch heute noch Darwin-Finken. Nach seiner Reise hat Darwin ein Buch über seine Beobachtungen geschrieben. Das heißt, Die Entstehung der Arten. Und ist bis heute eines der wichtigsten Bücher über die Evolution. Und ein ziemlich dicker Schinken. Meine nächste Verabredung führt mich in den Serengeti-Park nach Norddeutschland. Hier gucke ich mir ein paar der manchmal etwas verrückten Ergebnisse der Evolution an. Kringelhörner, super lange Hälse, Riesenvögel und Mini-Rüsselnasen. Außerdem treffe ich unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die Schimpansen. Und ich will klären, wie wir Menschen entstanden sind. Dabei hilft mir Biologin Steffi. Also, Zeit für die zweite Checker-Frage. Wie ist der Mensch entstanden? Das Besondere hier im Zoo, in einige Gehege dürfen die Besucher reingehen. Hallo Affe. Guten Tag. Ah, oh, da sitzt jemand auf mir drauf. Hallo. Tobi, hier bist du. Ich bin hier noch ganz kurz beschäftigt, ich bin sofort bei dir. Freunde, ich bin jetzt mit Steffi verabredet. Wir waren eigentlich woanders, ich habe nur bei euch Hallo sagen wollen. Ich muss jetzt zu Steffi. Also die waren ja unfassbar süß. Was waren das für Affen? Das sind unsere Katas, die gehören zu den Lemuren. Okay, und sind die jetzt auch schon mit uns Menschen verwandt? Ja, die sind auch schon mit uns verwandt, aber nicht so nah wie die Schimpansen. Und zu denen gehen wir jetzt. Hervorragend. Von allen Tieren auf der Erde sind uns die Schimpansen am ähnlichsten. Warte mal, das sind sie doch, oder? Genau. Ja. Wie cool. Guckt doch mal, welche Ähnlichkeiten euch zu uns Menschen auffallen. Kurze Strecken können sie sogar auf zwei Beinen gehen. Ja, also so würde ich mich auch auf die Wiese legen. Haben irgendwie ähnliche Beine wie wir, ähnliche Arme. Ja. Auch Hände und Füße so ein bisschen, wie es beim Menschen ist. Mhm. Klar, und wenn man ins Gesicht guckt, das ist schon auch mehr, finde ich, ein Gesicht, wie wir Menschen es haben, als jetzt eine Schnauze oder so wie bei anderen Tieren. Ja. Das wären so Sachen, die mir auffallen. Genau, also man kann auch bei den Schimpansen die Mimik sehen. Also können auch mit ihrem Gesicht wie wir zeigen, was sie gerade fühlen. Also kann man schon sagen, dass die Schimpansen uns Menschen sehr, sehr nahe sind. Woran liegt denn das jetzt genau? Also wir teilen uns mit den Schimpansen ungefähr 99% von unseren Genen. Also 99% sind identisch. Von unserem Bauplan?
Ja, fast genau. Komplett gleich. Menschen wie uns gibt es erst seit etwa 300.000 Jahren. Die Entwicklung des Menschen, die hat aber schon viel, viel früher angefangen. Vor ungefähr 15 Millionen Jahren, da gab es eine Affenart, aus der sich im Laufe der Zeit Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas und auch wir Menschen entwickelt haben. Unsere Vorfahren sahen aber noch komplett anders aus als wir heute. Sie hatten lange Arme, Fell, lange große spitze Eckzähne und meistens waren sie auf allen Vieren unterwegs und sind nicht aufrecht gegangen, auf zwei Beinen, so wie wir heute. Im Laufe von Millionen Jahren haben sich dann daraus die sogenannten frühen Menschen entwickelt. Bei uns in Europa war das zum Beispiel der Neandertaler. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Der moderne Mensch, also wir heute, der wird Homo sapiens genannt. Das ist Latein und heißt so viel wie der vernünftige Mensch. Und obwohl wir auf der Welt alle unterschiedlich aussehen, sind wir Menschen eben alle Homo sapiens. Die frühen Menschen, die sind im Laufe der Zeit irgendwann einfach ausgestorben. So wie viele Pflanzen- und Tierarten vor ihnen auch. Das ist ganz normal und gehört eben einfach zur Evolution dazu. Obwohl wir schon richtig viel über die Entstehungsgeschichte der Menschheit wissen, finden Forscherinnen und Forscher ständig neue Sachen raus. Im Jahr 2019 zum Beispiel wurden in Deutschland Knochen gefunden, die waren 11 Millionen Jahre alt und gehören zu einem frühen Menschen, der wohl schon aufrecht gehen konnte. Bisher dachten Forscher immer, dass sich das erst viel später entwickelt hat. Super abgefahren, oder? Steffi und ich haben noch ein paar Snacks für unsere Verwandten dabei. Äpfel. Soll ich mal direkt in seine Hand werfen? Ja. Achtung. Guck mal. 1, 2, 3. Oh. Entschuldigung. Der findet das richtig kacke von mir, ne? Dass ich ihm nicht so gut zugeworfen habe einfach. Kann das sein? Ja. Was macht er mit dem Stock? Also sie können wie wir Werkzeuge benutzen oder Äste benutzen. Der holt es da raus. Genau. Um an den Apfel zu kommen. Das hat geklappt? Ja. Der hat sich wirklich den Apfel geholt? Genau, die wissen genau, wie sie es machen müssen. Ist ja unfassbar. Steffi, das war richtig cool heute. Vielen Dank, dass du mir das alles gezeigt hast. Ich sag dir jetzt noch so Tschüss, weil wir so eng verwandt sind, wie Schimpansen das auch machen würden. Achtung. Ja, das war perfekt. Das hieß Tschüss. Genau. Menschen und Schimpansen haben gemeinsame Vorfahren. Im Laufe der Evolution haben sich Menschen und Affen aber unterschiedlich weiterentwickelt. Checkt. Ich bin jetzt in einem Naturschutzgebiet vom Landesverband für Vogelschutz, dem Rainerwald in der Nähe von Straubing in Bayern, verabredet. Hier treffe ich Martin. Der ist auch Biologe und mit ihm möchte ich auch meine nächste Checkerfrage klären. Wie beeinflusst der Mensch die Evolution? Martin hat mir gleich eine Aufgabe gegeben. Ein Teil des Waldes soll stark vom Menschen beeinflusst sein und der andere ein natürlicher Wald. Und ich soll rausfinden, welcher Teil welcher ist. Ganz schön knifflig. Also hier ist der Wald eher dunkel. Und es scheint nur eine Art von Bäumen zu wachsen. Nadelbäume. Da ändert sich der Wald voll. Guck mal, ganz anders plötzlich. Hier ist auf jeden Fall viel grüner. Und es wachsen viel mehr unterschiedliche Pflanzen. Und guck mal, dem Vogel hier scheint es auch zu gefallen. Toll. Hier gefällt es mir sehr gut. Martin! Jo, und war es erfolgreich? Ich glaube ja. Ich habe folgende Beobachtung gemacht. Da hinten gibt es ein Stück Wald, wo alle Bäume eigentlich gleich aussehen. Es sind alles Nadelbäume. Es ist sehr dunkel dort. Auf dem Boden ist nicht viel los. Da liegt mal ein Zapfen, aber das war's. Dann war ich in diesem Waldstück und da ist es komplett anders. Überall wuchern Pflanzen, plötzlich sind da Schmetterlinge, ich habe Vögel beobachtet. Und mein Tipp ist, der da hinten, der ist vom Menschen gemacht und der hier ist natürlich. Das hast du völlig richtig erkannt. Hier haben wir einen Bereich, wo der Mensch schon seit einigen Jahren keinen Einfluss mehr ausübt. Und drüben haben wir eine Fichtenplantage. Diese Fichten wurden vom Menschen gepflanzt. Wenn sie groß genug sind, dann werden sie geschlagen und das Holz wird zum Beispiel zu Brettern und Balken verarbeitet. Normalerweise würden sich Fichten hier gar nicht wohlfühlen. Aber weil sie besonders schnell wachsen, pflanzen wir sie gerne an und greifen so in unsere Umwelt ein. Das machen wir aber nicht nur im Wald. Wir begradigen Flüsse, damit unsere Schiffe besser drauf fahren können. Bauen riesige Städte oder baggern sogar ganze Landstriche weg,
damit wir an Rohstoffe wie Kohle rankommen. Für Tiere und Pflanzen, die sich in Tausenden oder sogar Millionen von Jahren perfekt an ihre Umwelt angepasst haben, ist das ein riesiges Problem. Ihr Lebensraum verändert sich so schnell, dass die Evolution mit der Anpassung nicht mehr hinterherkommt. Martin und seine Kollegen wollen im Rainerwald den Einfluss des Menschen rückgängig machen. Renaturierung heißt das. Deshalb holzen sie nach und nach die Fichten ab. Hier sind die Fichten schon weg. Aber mit der Renaturierung sind sie noch nicht fertig. Es fehlt nämlich das sogenannte Totholz. Und das bringt Rückepferd Stanzer. Warum bringt ihr abgeschnittenes Holz wieder hier auf dieses Gelände? In einem natürlichen Wald wird kein Baum entnommen. Der bleibt da stehen, bis er irgendwann tot ist und umfällt beispielsweise. Und dann bleibt er einfach liegen. Und dieses Totholz, das ist ganz wichtig für den Wald. Da gibt es zum Beispiel viele totholzbewohnende Käfer. Außerdem ist es so, dass Bereiche, wo viele Bäume kreuz und quer umeinander liegen, da gehen die Rehe nicht so gerne rein. Da können also junge Bäume dann aufwachsen, ohne dass sie von den Rehen abgebissen werden. Und bei der Renaturierung packe ich natürlich auch mit an. Die Arbeiten mit einem Pferd zu erledigen, hat gleich mehrere Vorteile. Das Pferd passt fast überall durch, die Hufe des Pferdes schonen den Waldboden und im Gegensatz zu Treckern oder Radladern braucht das Pferd auch kein umweltschädliches Benzin. Wir Menschen verändern die Umwelt so schnell, dass die langsame Anpassung der Evolution nicht hinterherkommt. Das ist ein Problem für die Natur. Checkt. Leute, das war's vom Rainerwald. Tschüss, Martin. Das ist jetzt aber verstanden, oder? Nicht? Das hieß, und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte heute von euch wissen, wer sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich? A. Schimpansen, B. Giraffen oder C. Katas? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Also wir teilen uns mit den Schimpansen ungefähr 99% von unseren Genen. Also 99% sind identisch. Richtig ist also Antwort A. Ich glaube, so würden Steinzeitmenschen sagen, Leute, das war's vom Evolutionscheck. Ich muss ja sagen, ich bin echt froh, dass wir nicht mehr so leben müssen wie die Menschen früher, sondern dass die Evolution uns so schlau gemacht hat. Heute können wir zum Beispiel einfach zum Handy greifen und beim Pizzadienst anrufen. Hallöchen, der Tobi hier. Ich hätte gern eine sehr große Margarita. Danke. Voll praktisch. Und sie ist schon da. Ach, so hab ich mir das vorgestellt. Also Leute, ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Also, wo wären wir ohne Evolution? Willst du auch ein Stück? Na, guck mal hier. Für... Der auch manchmal flint und